Digitalisierung ist keine Frage von Kabeln und Steckern, nur von Rechnern. Digitalisierung ist eine Frage von Organisation und Motivation. Wir haben ja eine Zukunftsmesse. Das bedeutet, wir zeigen vieles, was in Zukunft auf Bürgerinnen und Bürger, auf die Stadtgesellschaft zukommt. Und wir wollen das rechtzeitig zeigen, wir wollen da früh gemeinsam drüber diskutieren. Digitalstadt, was ist denn das? Und ist man dann irgendwann fertig? Warum Solingen? Warum ist Solingen der ideale Standort dafür, eine Digitalstadt zu werden? Und darüber kamen wir halt ganz, ganz schnell auf das Thema, hey, wie ist überhaupt die Stadt Solingen auf die Idee gekommen, eine eigene App zu entwickeln? Das sind eben Aspekte, die uns die Digitalisierung ermöglichen. Und dafür haben wir uns hier in Solingen auf den Weg gemacht und wir sind auf einem guten Weg und jetzt müssen wir aber dranbleiben. Ne? Jedes unserer Produkte muss sich daran messen lassen, ist es gut für die Bürgerinnen und für den Bürger und ist es anwenderfreundlich für ihn. Und ich würde sagen, wir legen dann auch einfach mal los mit dem Thema E-Sport und schauen mal, was die Stadt Solingen dort noch so zu bieten hat. Also die Adresse war service.solingen.de, muss man sich merken. Im Reifegrad 3 beispielsweise kann Bürgerinnen und Bürger alles online machen. Ich bin Solingen-App-Junkie, Bekennender. Jeder kann sich vorstellen, mit unserer vernetzten Welt, überall sind Server, überall sind Endgeräte, Daten werden von A nach B geschickt. Die Zielsetzung ist wirklich, einen Mehrwert zu schaffen. Spannend für eine Stadt und die Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmerinnen und Unternehmer wird es ja dann, wenn man das alles miteinander vernetzt.